Hawk, ich habe gehört, ihr habt es in die freien Marschen geschafft. Weiß zwar nicht, was ihr dort wollt, aber vermutlich ist es besser als Orlé. Gibt es dort auch Spinnen? Große? Hier könnte man nicht mal mit einer toten Katze wedeln, ohne eine Riesenspinne zu treffen. Aber die Verderbnis hat sie vertrieben. Beim Erbauer. Vor uns liegen finstere Zeiten. Denkt an meine Worte. Heutzutage kann ein Mann nicht mal Giftfallen auf seinem verderbten Land auslegen. Euer alter Barlin. Eine Nachricht für Gamlin. Gamlin ML, die Bezahlung ist 2 Monate überfällig, Sarah. Da häufen sich die Zinsen an, wie ihr wisst. Ihr habt bei uns Hausverbot, bis die Summe beglichen ist. Denkt darüber nach. Keinerlei Wetten oder Kartenspiele mehr für euch in ganz Kirkwall. Hoffentlich bringt ihr das in Ordnung, bevor ich Schritte einleiten muss. Ich würde gerne weitere Unannehmlichkeiten vermeiden, Galat. Das hatten wir schon mal gelesen. Eine Nachricht aus Lossering. Liebe Leandra, hoffentlich geht es dir und den Kindern gut. Es tut mir so leid wegen Bethany. Ein liebes Mädchen. Sie hat mir immer beim Unkrautjäten geholfen. Die Verderbnis hat uns viel genommen. Das haben wir doch schon gelesen. Ja, das haben wir, glaube ich, schon gelesen. Obwohl. Nee, wir haben das von dieser komischen, die da auf den Sarazar steht, da haben wir das gelesen. Die Verderbnis hat uns viel genommen, dank sei dem Erbauer für die Helden von Ferelden und die grauen Wächter. Im Großteil des Landes normalisiert sich langsam wieder alles, aber Lothering gibt es nicht mehr. Wir hatten gehofft, dort alles wieder aufzubauen, aber die Verderbnis hat den Boden vergiftet. Es wird Jahrzehnte dauern, bis er sich erholt hat. Vielleicht geschieht es auch nie. Redcliffe ist hübsch und langsam betrachte ich es als zu Hause. Auch hier gab es während der Verderbnisprobleme, aber das Dorf erholt sich. Vielleicht besuchst du uns irgendwann einmal. Bitte schreibe mir wieder, meine Liebe. Ich möchte mehr über dein Leben in Kirkwall erfahren und richte den Kindern mein Bedauern und beste Wünsche aus. Deine Miriam. Aha. Briefe der Familie. Lieber Saraza, wie geht es dir? Hoffentlich sind du und Mutter wohlauf. Es gefällt mir. Ich habe meinen Platz unter den Templern gefunden. Es tut gut, ein Ziel zu haben, Teil von etwas zu sein, das größer ist als man selbst und als du. Gut, ich höre ja schon wieder auf. Perfekt ist es allerdings auch nicht. Es gefällt mir nicht, wie wir mit den Magiern umgehen. Aber haben wir denn eine andere Wahl? So ist jeder sicher und das ist besser als die Alternative. Viele Magier begreifen, dass wir nur helfen wollen, auch wenn unsere Methoden verbesserungswürdig sind. Leider gibt es im Orden auch extreme Elemente. Einige streben eine endgültige Lösung an und haben dafür Pläne, die hoffentlich niemals umgesetzt werden. So gesehen bin ich froh, dass Bethany niemals an so einem Ort leben musste. Ich muss Schluss machen, die Pflicht ruft. Bestelle Mutter schöne Grüße. Dein Bruder Kava. So, boah, tut der schöne Kiefer wenn's weh vom ganzen Leben. Meine Fratzke, jetzt haben wir aber haben wir haufenweise Quests. Narrengold. Nebenquests. Wege in den Untergrund. Naja, das meiste war jetzt nicht Quests, sondern viel Gelese einfach. Ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt noch mal kurz uns im Anwesen ein wenig umschauen, ob wir hier noch irgendwas haben. Ach, Gronkh, wie geht's dir denn, hä? Ich mag das Hündchen. Ja, der Gronkh. Ja, der spielt gerne mit diesen Zwergen. Sieht nach einer angeregten Unterhaltung aus. Vielleicht hat Sandal ja damals im Lager des Helden von Ferelden ein paar Brocken Mabari-Sprache aufgeschnappt. Ja. Dein Sohn, Bodan, ist immer wieder für Überraschungen gut. Verzauberungsvorrichtungen. Den könnten wir mal verzaubern. Klinge der roten Geburt. Rune der Wucht. Eine Waffenrune, die körperlichen Schaden hinzufügt. Eine Waffenrune, die Feuerschaden hinzufügt. Wir haben ja nicht so atemberaubende Runen gerade. Da könnten wir eigentlich ja mal eine kaufen, finde ich. Kann das für euch machen. Können wir die hier kaufen? Können wir Runen auch kaufen hier? Boom! Oh, er hat es mal wieder geschafft. Ich werde nie verstehen, wie er das anstellt. War er schon immer so? Ich bin noch nie einem Zwerg wie ihm begegnet. Liegt das vielleicht in eurer Familie? Ganz und gar nicht. Aber Sandal ist doch nicht mein Leiblicher.
Ich habe ihn in den tiefen Wegen gefunden, als ich Orzammar verlassen habe. Aber ich habe ihn wie mein eigen Fleisch und Blut aufgezogen. Ist es nicht so, mein Junge? Ich mag Bodan. Er war schon immer so. Er hat immer irgendwelche Dinge gefunden und sie verzaubert. Ein wenig merkwürdig ist das schon, denke ich. Warum geht ihr dem nicht auf den Grund, Bodan? Habt ihr je daran gedacht, mehr über ihn herauszufinden? Oh ja, das habe ich. Etwa ein Jahr, nachdem wir an die Oberfläche gekommen waren, habe ich ihn zum Zirkel der Magie gebracht. Sie nannten ihn einen Naturgelehrten. Aber dann haben sie angefangen, ihn anzusehen, als wollten sie ihn behalten. Also haben wir uns wieder verabschiedet. Und wir werden niemals wieder zu diesen Geiern zurückkehren. Sandal ist glücklich mit dem, was er ist. Ja, Freiheit ist ein kostbares Gut, Bodan. Zwergenmagie brennt das Anwesen nicht nieder. Hauptsache, er lässt hier nicht alles in Flammen aufgehen. Aber nein, nein, das würde er niemals tun. Nicht erneut. Soll ich es Bumm machen lassen? Nein, 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 nicht dieses Mal, mein Junge. Kein Bumm. Sei nicht traurig, kleiner Mann. Erhaltene Gegenstände. Sandal Spezialrune. Bin ich immer gespannt. Sandal Spezial und eine Waffenrune, die die Chance erhöht, dass ein Gegner zurückgeworfen wird. Ob das auch für Zauberstäbe gilt? Vielleicht wäre das was für die Isabella oder die Evelyn oder die Nahkämpfer. Falls ihr irgendwelche Verzauberungen brauchen solltet, würde euch mein Junge mit Sicherheit gerne helfen. Reden wir noch, Sandal. Ja, schön, dass es dir gefällt, Sandal. Mich freut's. So, dann gehen wir mal den Waldasin, den pimpen wir jetzt mal auf hier, den Zauberstab. Mit der Rune der Wucht plus 6 körperlicher Schaden. Feuerschaden. Feuerschaden packen wir da mal drauf, oder? Komm. Ja. Rune des Feuers, so. Bianca können wir auch noch skillen, theoretisch hier vom... Da warte ich noch was mit. Ich kann das für euch machen. Hast du gut gemacht, Sandal. Was sagt die Mutter? Es ist seltsam, wieder hier zu leben. Im Haus meiner Kindheit, das jetzt meinem eigenen Kind gehört. Ich hoffe, du hast mir die Wahrheit gesagt und bist wirklich der Besitzer. Ich möchte nicht von der Barmherzigkeit dieses widerlichen Dougal abhängig sein. Trotzdem ist es schön, hier zu sein und sich wieder wie eine Amel zu fühlen. Nicht schon wieder. Du bist eine Hawk. Ich werde dafür sorgen, dass Hawk ein Name wird, auf den man in dieser Stadt stolz sein kann. Daran habe ich nicht den geringsten Zweifel. Dein Vater hätte diesen Satz mit genau demselben Gesichtsausdruck gesagt. Ich wünschte nur, wir könnten noch einmal alle als Familie zusammen sein. Ich habe Carver bei den Templern besucht. Er ist so stolz auf seine neue Ritterschaft. Ich schätze, jetzt muss ich nur noch dir eine angemessene Gemahlin suchen. Eine angemessene Gemahlin suchen? Dann lass uns doch mal, fällt mir ein, dann können wir mal wieder hier in die, nehmen wir Varric hier, Isabella, nee, Varric nehmen wir nicht mit, Evelyn und Anders. Aber wir könnten eigentlich mal den Carver mitnehmen, so. Der steht uns nicht mehr zur Verfügung? Carver steht uns im Moment nicht mehr zur Verfügung. Ist interessant. Wahrscheinlich, weil jetzt bei den Templern ist es ein bisschen eingeschnappt. So, Unterstadt, nächtliche Schrecken, der gehängte Mann. Da reden wir jetzt erstmal mit unseren Gefährten. Mit Isabella und dem Varric. So, Isabella, da steht sie ja direkt schon. Wo ist denn der Varric? Ich rede erstmal mit Varric, glaube ich, bevor ich jetzt hier mit der Isabella quatsche, ich mit der wir auch... Ich hätte gedacht, dass ihr mit dem Hauptmann der Wache so kumpelhaft umgeht. Wir sind keine Kumpel. Sind wir nicht? Was war das dann, als wir uns gegenseitig die Zehennägel lackiert haben? Wollt ihr etwas? Liebe, Leben und Freiheit. Was braucht ein Mann sonst noch? Ihr seid wohl zum Spaßen aufgelegt. Naja, wenn ihr hier seid, kann ich sicher sein, dass ihr nicht mit einigen Männern in die Dunkelstadt einrückt, um mich zu verhaften. So, Varric. Was hast du uns zu erzählen? Lass mich einfach wissen, wenn die Coterie mal wieder mit irgendwelchem Schutz anfängt. Unser Blondschopf hat schon genug Ärger. Ich möchte euch etwas fragen, Hawk.
Ihr habt es in die Oberstadt geschafft und jeder andere, den ich kenne, wäre jetzt vollauf zufrieden mit sich. Aber ihr, ihr müsst größere Pläne haben. Die Politik reizt mich. Ich möchte ein Geschäft kaufen. Ich will einen Titel. Die Politik reizt mich. Immerhin wollen wir die Weltherrschaft an uns reißen. Ich kümmere mich um meine Familie. Doch nicht Sarazar, der Schwarzmagier. Ich glaube, es ist an der Zeit, etwas an der Art zu ändern, wie Kirkwall geleitet wird. Ich wusste schon immer, dass in euch die Seele eines Politikers schlummert, Hawk. Um ehrlich zu sein, dachte ich, ihr würdet jetzt, wo sich die Dinge beruhigt haben, vielleicht wieder nach Ferelden zurückkehren. Aber es ist schön zu hören, dass ihr uns noch erhalten bleibt. Ich könnte euch nie verlassen. Ich kann hier etwas Gutes tun. Vielleicht verschwinde ich von hier. Noch ist nichts entschieden. Ihr haltet euch also alle Optionen offen? Für euch ist das ungewöhnlich vernünftig, Hawk. Also dann, ein ganzer Stadtstaat voller Probleme wartet auf uns. Machen wir uns ans Werk. Oh, Warwick Feindschaft plus 10. Der Warwick ist nicht gut auf uns zu sprechen. Kein Wunder, wir haben ja auch öfter über ihn geflucht. So, mit der Isabella, weil ihr ja unbedingt alle eine Romanze mit dieser, ja, ich sag mal, ansehnlichen jungen Dame wollt. Wollen wir mit der quatschen und sie für gut befinden, freundlich zu ihr sein. Also immer noch in Alkohol ein? Irgendwie muss ich das Alter ja fernhalten. Erinnert ihr euch an die Reliquie, von der ich euch erzählt habe? Diejenige, die ich finden muss? Ich bin einer Spur nachgegangen. Sie ist so nah, dass ich sie fast riechen kann. Ihr braucht sie nicht. Seid ihr sicher? Ihr müsst loslassen. Wir sind immer hier. Zu Isabella müssen wir nett sein. Die Suche nach diesem Ding frisst euch auf. Ihr müsst loslassen. Ich dachte einfach, ich informiere euch schon mal, dass ich eure angebotene Hilfe vielleicht schon bald in Anspruch nehmen könnte. Für einen Kuss tue ich es. Ja, das sagen wir mal. Uiuiuiuiui. Bekomme ich von der temperamentvollen Verführerin einen Kuss, wenn ich ihr die hart erkämpfte Beute überreiche? Wenn ihr möchtet. Ihr dürft sogar wählen, wohin ihr ihn haben wollt. Oh, la 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 la. So, mit der müssen wir nochmal reden. Jetzt haben wir Isabella Freundschaft plus 5 und ein Erfolg freigeschaltet. Kokett. Ist ja kokett, ist das ja. Warum gewinnt ihr eigentlich immer, wenn wir Karten spielen? Weil ich betrüge mein Kätzchen. Dieses Schmuckstück, es ist elfisch, nicht wahr? Es stammt aus eurem Clan. Ihr solltet nie etwas setzen, dessen Verlust ihr nicht verkraften könnt. Hier, nehmt es zurück. Ein Glas eures besten Schnapses für meinen Freund hier drüben. Natürlich ist das Beste, was der gehängte Mann zu bieten hat, nichts Besonderes. Aber es macht euch ebenso betrunken wie das Zeug in der Oberstadt. Kein Problem, Hauptsache es ballert. So, danke. Behaltet euer Geld. Und es hat ein Nachspiel. Danke. Das ist großzügig von euch. Wofür hat man ein Geld, wenn nicht, um es auszugeben? Ihr könntet auf ein neues Schiff sparen. Na großartig. Mit eurer Vernunft nehmt ihr uns den ganzen Spaß. Ich dachte, ich müsste mich in eurer Nähe vorsehen, aber wie es scheint, seid ihr gar nicht so übel. Nur gar nicht so übel? Natürlich nur gar nicht so übel? Das ist ein wenig beleidigend, findet ihr nicht? Ihr wisst, was ich meine. Ihr verurteilt niemanden. Ihr habt keine Angst, euch die Hände schmutzig zu machen. Naja, so etwas eben. Hätte ich jemanden wie euch an Bord gehabt, als uns der Sturm erwischt hat, hätten wir vielleicht nicht Schiffbruch erlitten. Es war eine glückliche Fügung. Darauf würde ich nicht wetten. Vergesst die Vergangenheit. Hättet ihr nicht Schiffbruch erlitten, wären wir uns niemals begegnet. Und das wäre wirklich schade gewesen. Darauf trinke ich. Ja, die Isabella haben wir doch langsam rumbekommen. Da kriegen wir dann auch einen Special Boni, wenn wir die als Freund haben. Und davor wird wer als Feind sein. Anders ist uns ja eigentlich gar nicht mal so negativ gewidmet. Aber die Evelyn, die ist nicht gut auf uns zu sprechen. Quest absolviert, hinterfragte Überzeugungen. So, dann war das erledigt jetzt hier alles im gehängten Mann, die ganzen Quatschquests.
Wo wir die ganze Zeit mit wem Quatsch machen mussten. Ich glaube, ich brauche ein Bad. Was meint ihr, brauche ich ein Bad? Ich habe da diesen wundervollen Hutmacher in der Unterstadt entdeckt. Passiert irgendwo in der Stadt etwas Aufregendes? Wir sollten jetzt gehen. Ich komme nicht so oft her, wie ich sollte. Nicht einmal als Hauptmann. Ja, da hast du wohl recht. Sir Roderick. Kennt vielleicht jemand Sir Karen? Hat er, irgendetwas Unrechtes getan? Wir haben Sir Karen gerettet, ja, wohl. So, ist hier noch irgendwas, was wir... Der Sucher der Wahrheit? Aha. Der Sucher der Wahrheit, sowas lese ich euch bekanntlich nicht vor. Da müsst ihr kurz Pause drücken, wenn ihr das lesen wollt. So.